Die Rheumaliga Thüringen vertritt über 6000 Patienten mit rheumatischen Erkrankungen. Sie hat ihren Hauptsitz in Uhlstedt-Kirchhasel an der Weißenburg, dem einzigen Rheumazentrum Thüringens. Am Beispiel einer Patientin zeigen wir Ihnen das Rheumazentrum Thüringen in der Klinik an der Weißenburg mit seinen unterschiedlichen stationären Therapieangeboten. Ausführliche Diagnostik durch erfahrene Rheumatologen ist immer der Beginn einer erfolgreichen Therapie. Nach Sicherstellung der Diagnose kann bei der Notwendigkeit eines stationären Aufenthalts sofort mit der individuellen Therapie begonnen werden. Die wesentlichen Vorzüge einer stationären Behandlung sind die hohe Therapiedichte und eine durchgehende ärztliche und pflegerische Betreuung. Rheumatische Erkrankungen sind stets mit Schmerzen begleitet. Eine Schmerztherapie lindert und wird durch spezialisierte Schmerztherapeuten ausgeführt. Zum Beispiel die Infusionstherapie als Teil einer Schmerztherapie. Ganz wichtig für Rheumapatienten ist die richtige Bewegung. Insbesondere für die Schmerzreduktion sind aktivierende Therapieverfahren notwendig. Die Patienten werden von spezialisierten Physio- und Sporttherapeuten begleitet. Zu den Besonderheiten des Rheumazentrums Thüringen zählt eine Kältekammer mit einer Temperatur von minus 110 Grad. Die Kälte dient einer Schmerzreduktion. Üblich sind über 30 Anwendungen, die eine Schmerzlinderung bis zur Schmerzfreiheit über mehrere Monate ermöglichen können. Sie dürfen in die Hauptkammer. Besonders Gelenk-, Sehnen- und Bänderschonend ist die Bewegung unter Wasser. Die Rheumaliga Thüringen ist durch die hervorragende Ausstattung des Rheumazentrums Thüringen in der Lage, Aquacycling und Funktionstraining hier anzubieten. Ganz besonders für das Rheumazentrum Thüringen ist die regelmäßige interdisziplinäre Ärztebesprechung. Rheumatologen, Schmerztherapeuten und rheumatologische Orthopäden besprechen eine optimale individuelle Therapie für jeden Patienten. In der Lehrküche wird den Patienten eine praktische Ernährungsberatung gezeigt, um ihre Ernährungsgewohnheiten zu ändern. Das Lernen, sich richtig gesund zu ernähren, macht hier sogar Spaß. Orthopädische Diagnostik wird von für Rheuma spezialisierten Fachärzten durchgeführt, zum Beispiel mit einem Gelenkultraschall. Nach durchschnittlich 17 Tagen ist die akutstationäre Therapie beendet. Die Rheumaliga Thüringen bleibt auch weiterhin für die Patienten Ansprechpartner und hilft ihnen aktiv bei der Hilfe zur Selbsthilfe.
Unterstützt wurde diese Produktion vom Rheuma-Zentrum Thüringen.